Last Try. Und natürlich von hier. So. Fick dich! Gehen wir direkt zu einem weiteren Part von LP Your Adventure Map. Und heute spielen wir die Map von Money 27890. Oh mein Gott, ich hab's mir merken können. Yeah! Bin ich happy. So, und zwar heißt die Map Flying Stronghold 8.0 Pre. Ja. Und wir starten am besten gerade die Map. Also wir holen es mal. Nee, also, keine Ahnung. So, willkommen MDFXC auf der Adventure Map Flying Stronghold von iLeon. Du siehst scheiße aus. Ja, lad mal besser. So, egal, ja, genau. Dann zwei Spieler. Aus ein Spieler. Okay. Max Spieler 2. Okay, nein, ich bin alleine diesmal. So. Informationen. Bitte Buch Werte 2 lesen. Warte mal. Boah. Schlagstock, Dings, Kacke, Furz, Kacke, Scheiße, Furz. Okay. Bitte Buch nachlesen. Dings. Werte und Werte 2. Okay. Dann. Werte. Wir lesen das mal. So, Werte. Knochen 5 Punkte, Pfeile 5 Punkte, verrottetes Fleisch 10 Punkte, circa 10 Punkte, Glowstone, Staub 10 Punkte, what the fuck? Brauche ich doch nicht. Karotte 120 Punkte. Was ist das? W-S-K-S-C-H- Ihr wisst das sicher. Ich habe keine Ahnung. Werte 2. Netherstern 200 Punkte. Alles klar. So, Karotten. Okay, wir ziehen mal das hier an. Werte 1, 2. Oder Nacht lesen. Nacht. Hier. Hinweise können wir nachher so hinnehmen. Nacht. Auf dieser Adventure Map befindet sich eine automatische Nachschaltung, die in regelmäßigen Abständen die Zeit auf Nacht stellt. Dadurch ist das manuelle Ändern der Zeit unmöglich, da die Schaltung automatisch auf Nacht stellt. Tada! Fertig. So. Hier. Bitte Buch Hebel lesen. Oh Mann, das ist falsch. Der hier. Okay, du benötigst an zwei Stellen einen Hebel. Diesen musst du suchen. Du darfst nicht die Hebel der Checkpoints nutzen. Alles klar. Bitte Buch mehr Spieler lesen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig für mich, aber egal, ich lese es trotzdem. Damit diese Map auch im Mehrspielerbonus funktioniert, muss in den Server.properties die Einstellung Enable Command Block auf True gesetzt werden. Das ist klar. Okay. Wir sind aber trotzdem nicht in Multiplayer. So, Buchhinweise lesen. Es lohnt sich, die Umgebung zu erkunden. Zum Beispiel die Sumpfe. Ich kann nicht mehr lesen. Oh mein Gott. Sumpfhütte oder die Wüstenbrunnen. Sollte die Nacht Schaltung nicht funktionieren, stelle bitte selbstständig auf Nacht. Du darfst den Schwierigkeits auch auf friedlich stellen, spätestens im Kampf gegen den Wither, aber Wither auf einfach oder höher stellen. Alles klar. So, und Adventure Map Flying Stronghold Pre-Release Dings, keine Ahnung. Das muss ich noch lesen. Okay, alles klar. Pre-Release, es handelt sich hierbei um einen Pre-Release. Bitte melde dir jeden Bug auf Minecraft.de in Foren-Thread der Map. Bitte versichere dich auch, dass beim Spielen eine Internetverbindung steht, damit die Pfeile angezeigt werden. Optional. Was für Pfeile? Immer scheißegal. Okay. Schlagstock.
Alles klar, okay. Schätze mal, das brauchen wir noch nicht. Aber ist mir auch egal. So, wir sind auf der Map Flying Stronghold. Ach so, das sind die Pfeile. Okay, alles klar. Checkpoint 1. So. Orange. Was? Ach so, das ist ein Checkpoint. Was steht hier unten? Checkpoint Orange 1. Alles klar. Ist das eine Jump Map eigentlich? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Falls ja, dann Scheiße. Egal. Bitte beachte, es handelt sich hierbei um Pre-Release. Das haben wir schon gemacht. So, okay. Information. Verzauberter Diamant. Wert 100 Punkte. Benötigt für nichts. Verzauberter Smaragd. Wert 200 Punkte. Benötigt für Smaragdblock. Haben wir irgendwie... Nein, haben wir nicht. Okay. Ha. Oh. Nein. Oh, nee. Oh. Jetzt müssen wir wieder raufschwimmen. Oh. Das könnte man eigentlich theoretisch mit Leitern machen. Da wäre man ein bisschen schneller. So als kleine Information, weil das wäre eigentlich ziemlich leicht. Und ziemlich, nett, sozusagen. Was soll ich sagen? Voll nett und zäh. So. Egal. Keine Ahnung. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alles klar. Die Map, die sieht schön aus. Oh, fuck, Mann. Kann man da nicht mal einen Glasblock hinsetzen, Mann? Okay. Okay, ja. Und so. Gut. Hab. What? Oh, das ist voll mies. Das ist echt richtig mies. Also richtig, richtig mies, meine ich. Oh. Oh, jetzt auch noch so ein Baby-Zombie. Okay. Wir schaffen das. Spring. Warte mal. So. Hier. Wir haben es geschafft. Und jetzt? Egal. Springen. Hui. Okay, ja. Wie lange haben wir das? Nicht mehr. Okay, Checkpoint Violet. Jetzt können wir Checkpoint. Ich schätze, das ist trotzdem in sowas wie ein Jump'n'Run ähnliche Map, aber naja. Mal schauen, wie gut wir sind. Oh, wir haben ganz viele Sachen. Verzaubern. Und Smaragdblock. Okay. Aufgaben. Verzaubere eine Eisenspitzhacke. Crafte einen Smaragdblock. Besiege den Wither. Bitte Buch verzaubern lesen. Okay, verzaubern. Du wirst später eine Spitzhacke verzaubern müssen. Alles, was du brauchst, Spitzhacke am Boss, verzaubertes Buch, findest du verteilt auf der Map. Okay. Bitte Buch Smaragdblock lesen. Du musst am Ende einen Smaragdblock craften. Diesen Smaragd findest du verteilt auf der Karte. Weitere Aufgaben folgen. Oh, die kann mich ja... Ich kann mir die nicht merken. Und warum habe ich eine Steinspitzhacke? Ich verstehe das nicht. Egal. Hab. Okay. Hab. Oh, fuck. Ich bin so dumm. Manchmal fühle ich mich gemobbt. Von der Map. MDXD7. Whatever das ist. Bin ich 7-mal gestorben oder was? War nämlich ziemlich mies, irgendwie. Oh. Okay. Wir schaffen das schon. Übrigens, die Map sollte irgendwie 20, von 20 bis 40 Minuten oder so gehen. 45, keine Ahnung. Und deshalb, ich glaube nicht, dass wir so schnell sind.
um das so auf gut Deutsch zu sagen. Ich glaube, dass sie einfach zu scheiß für die Map sind. So, das ist eine Jump-Map. Naja, egal. Wir versuchen sie trotzdem. Ihr merkt ja selbst, wie scheiße ich bin. Oh Mann. Ich schäme mich dafür. Bekomme ich keine Regeneration oder was? Ist ja voll kacke irgendwie. Hallo. Ah doch. Okay, dann sage ich bloß nichts. Okay. Hopp, hopp. 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 Und hopp. So, dann hopseln wir weiter. Wir müssen schon hier rauf, ne? Hopp. Oh Mann. Mensch, das ist voll blöd. Ich check's nicht. Ich versteh's nicht. Wie geht das? Warum haben wir eine Steinspitzhacke? Ich versteh's nicht ganz. Ich meine, Sachen abbauen, dürfen wir das? Keine Ahnung, ich glaube jetzt mal nicht. Ich habe die in den Regeln habe ich sowieso nichts verstanden. Regeln. Habe ich keine Regeln bekommen? Nothing Regeln? Egal. Oh, die haben wir gar nicht gelesen. Stimmt, wir sind so schlau gewesen. Okay, oder beziehungsweise ich habe keine Ahnung mehr, ob ich sie gelesen habe überhaupt. Ich fühle mich schuldig. Okay. Oh, ich will das aktivieren. Du. Oh, fuck you. Oh. Ich hasse dich. Was ist das? Was ist das hier? Mehrspielersystem. Halt die Fresse. Ich spiele hier weiter ohne Mehrspieler. So. Mehrspieler hatten wir schon genug. Letztens gerade. Eben. So, egal. Weiter geht's. So. Hopp. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Hopp. Egal, scheiß drauf. Ja, genau. Hopp. 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 Oh. Okay. Hopp. No, Mann! Fick dich. Fick dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Das ist es. Ich versteh's nicht. Oh, fuck. Ich bin noch so dumm und dämlich und dumm und dämlich. Oh. Komm schon, Leute. Das ist doch so mies. Der Sprung ist unmöglich. Er ist sowieso möglich, aber egal. Ich verkack's einfach die ganze Zeit. Hopp, hopp, hopp. Und... Fuck! Scheiße! Oh Mann, ich wollte kurz schauen, ob ich es besser kann, wenn ich nichts sage. Aber naja, anscheinend geht's auch nicht so. Oh, fuck you. Biatch. So. Ich versteh's nicht. Ich check's nicht. Sorry, aber ich... Wie schafft man das? Das geht nicht. Oh. Okay. Hopp. Wir schaffen das schon. Irgendwann schaffen wir das. Ich meine, ich bin so gut im Jump'n'Run. Das wissen doch alle. Ich bin doch so der Beste. Okay, ich will jetzt mal Blöcke abzählen. Eins. Das sind, glaube ich, 3 Blöcke. Warum ist denn das so schwer? Das ist gar nicht so schwer eigentlich. Oh. Oh. Mann! Ich hasse dich. Warum laufe ich in die Richtung? Oh, fuck. Heilige Mutter. Oh. Ich glaube, das war nicht so cool. Egal. Wir machen einfach weiter. So,
Ich hoffe einfach mal, wir schaffen das irgendwann. Wir schaffen das schon. Okay. Okay, letzter Versuch. Last try. Und nachher beende ich den Part. Nachher will ich gerade mal träumen, in 20 Minuten die Map zu schaffen. Das wäre ziemlich hammergeil. So. Last try. Und natürlich von hier. So. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Ich schaff das nicht! Ich pack's nicht! Oh Mann! Ich hasse dich! Du blödst mich viel. Oh. Okay. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat der erste Part der Rage Map Flying Stronghold gefallen. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ganz einfach. Ihr wisst schon warum. Jump Map. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Adios, Lidasli und ciao. Yay! Warte mal. Yay!